Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, herzlich willkommen. Wir sind mit unserem Baby, unserem Fendt 926 Favorit Turbo unterwegs zum nächsten Feld. Ach ja, mal wieder ein bisschen Feldarbeit, Leute. Wir haben nämlich einiges zu tun. Wir müssen noch ein bisschen düngen. Es ist ja Juli, wie ihr wisst. Und im Juli müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen abarbeiten. Wir müssen noch einige Felder düngen, dass die ready sind soweit. Wir haben Ernteaufträge, das kommt auch noch dazu. Und, ey, wisst ihr was? Hier war ich auch lange nicht. Komm, hier gucken wir mal vorbei. Wisst ihr, hier halten wir mal kurz an. 11.47 Uhr ist ja auch Mittagspause eigentlich, ne? Eigentlich ist ja hier erstmal Mittagspause, ne? Muss man mal ganz klar sagen. So, warte mal, das ist der. Bei wem sind wir denn hier? Beim Meisele? Hier. Jo, so. Bis später. Moin. Ja, servus. Servus, ich bin gerade auf der Durchfahrt. Das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, ja. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, auf dem Hof hier war ich lange nicht gewesen. Da biege ich mal kurz ab. Ja, das ist ja auch richtig so. Hier war ja auch lange nichts gewesen, ja? Ja. Ich habe den jetzt ja gerade erst vor kurzem wieder übernommen und bin jetzt mal dabei, ein bisschen aufzuräumen. Moment, du machst den Hof hier? Ja, ja. Aber das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, Michael, Mensch. Mensch, ich habe doch zum Grillen eingeladen, aber das ist doch wegen dem Wetter ins Wasser gefallen. Ach so, ja, scheiße, das holen wir auf jeden Fall nach. Aber wo ja, du gerade sagst, grillen, das ist eigentlich gleich Mittagspause, ne? Ja, hier, ich habe Kartoffel- und Karotteneintopf gemacht. Willst du eine Portion? Vielleicht gehe ich doch lieber düngen. Ist zu gesund, ist da, oder? Ist da, ja, habe ich mir schon gedacht. Nee, Kartoffel- und Karotteneintopf ist super. Aber ist da auch ein bisschen Kassler mit drin oder sowas? Nee, Kassler nicht, aber gute Frankfurter. Ja, komm, wenn du ein bisschen was für mich hast, nehme ich mit, würde ich mitnehmen. Ja, aber warte, ich hol dir eine Portion. Ja, mach das gerne. Aber ansonsten, wie läuft's hier auf dem Hof, Mensch? Alles gut, läuft gut. Oh, muss hier halt steht anlaufen. Ja, die Technik richtig hier, du leck mich am Arsch. Ja, steht schöne Technik für Kartoffeln. Ich brauche aber demnächst, wäre eh nochmal zu dir gekommen. Ich brauche noch so ein, zwei Sachen so. Ja. Hier mal deine schöne Portion, bitteschön. Dankeschön. Das schmecken ganz heiß. Ja, aufpassen. Ja, ja. Oh, warte, ich tue die gleich im Drecker. Und ja, ich brauche eh noch so ein, zwei Sachen, so vielleicht so ein Tiefenlockerer oder einfach mal auch eine kleine Sämaschine oder sowas. Oder ja. Vielleicht will ich aber im Winter auch was mit Gras machen, weißt ja, man kann ja nicht immer nur auf Wurzelgemüse setzen, sondern da vielleicht ein bisschen Gras noch sowas. Ja, ja, als klar. Also definitiv. Wenn du irgendwas brauchst oder so, sag gerne Bescheid. Mhm. Ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten, wie gesagt, wenn es irgendwelche Arbeiten sind, wo jetzt euch die Technik fehlt, wir im Lohnunternehmen haben ja auch eigentlich ganz vernünftige Preise, muss man sagen. Ja, das habe ich ja gemerkt. Du hast mir das erst in Rechnung gestellt, das hat wunderbar gepasst. Und, Achso, hast daher, du mal geschaut? Genau. Du hast ja das Ernten von der 57 hast du mir in Rechnung gestellt. Ja, das habe ich ja gerade heute Morgen überwiesen schon. Das war der Hamslerhof, ne? Genau, 1300, da nicht wundern. Das ist halt, sind halt Karotten. Karotten sind halt tatsächlich relativ teuer. Ja gut, aber von der ist ja alles Wurzelzeug. Ja, oder genau. Kraut. Deswegen, also das ist relativ teuer, deswegen nicht wundern, aber ansonsten, ja, haben wir wirklich sehr günstige Preise. Das habe ich gemerkt, das passt soweit aussehen, ohne Probleme. Super, na alles klar, dann machen wir das so, dann düse ich mal weiter. Dankeschön für den Eintopf, Mensch. Ja, sehr gerne, lassen Sie es schmecken. Ja, mit wem bist du jetzt hier am Hof eigentlich? Aktuell alleine noch. Ach so, gut, alles klar. Na mal gucken, vielleicht gesellt sich ja der eine oder andere noch dazu, wir haben ja immer mal ein paar Durchreisende hier. Ja, wenn da irgendein Lohnunternehmer, also quasi so ein Lohnarbeiter mal vorbeikommt, na klar. Hab immer was zu tun. Super, alles klar. Danke dir, Michael. Mach's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ach ja, wenn ich hier sehe, dann haben wir doch einen schönen Karotten-Kartoffel-Auflauf-Eintopf. Hier noch abgestaubt, können wir doch ein bisschen Mittag machen am Feld. Das ist doch super. So, jetzt müssen wir aber erstmal ganz kurz gucken. Wir müssen nämlich auf Feld 68. Da ist die nächste Baustelle. Feld 68 haben wir irgendwo hier oben. Wir sind, wo sind wir denn da? Also einmal, warte mal, wo sind die 68? 63, 9, 68. Ah, da fahren wir direkt dran vorbei. Sehr gut. Also hier hoch und dann rechts rein. Ja, wir müssen noch mal schauen. Tatsächlich haben wir aktuell auch noch keine Traktoren, wo wir eine Pflegebereifung drauf haben. Das könnte nämlich fürs Düngen tatsächlich auch ein bisschen schwierig werden. Also, da müssen wir mal die Augen offen halten. Hi Leute, ich möchte euch einmal hier meinen Server-Hoster Chipotle vorstellen. Denn gerade solche Spiele wie der Landwirtschaftssimulator machen im Multiplayer einfach viel, viel mehr Spaß.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Spiel im Landwirtschaftssimulator zu hosten ist, naja, erstens sehr performancefressend und das zweite ist, ja, man muss halt immer da sein. Das heißt, man geht auch bestimmte Verpflichtungen ein, denn meine Mitspieler können eben nur spielen, wenn ich auch da bin als Serverhoster. Da gibt es eine einfache Lösung. Chipotle bietet unter anderem für den Landwirtschaftssimulator eben dedizierte Server an. Diese Server laufen 24/7, diese Server sind immer erreichbar und ihr könnt unzählige Mods darauf installieren. Denn ihr habt insgesamt über 5 GB Speicher. Nicht nur, dass die Server 24 Stunden erreichbar sind, sondern ihr habt auch einen super Support, wo ihr eure Fragen loswerden könntet, wenn es einmal Probleme gibt. Ansonsten wird das Ganze auch noch zu einem sehr, sehr fairen Preis angeboten. Und mit meinem Link in der Videobeschreibung spart ihr zusätzlich nochmal 10% und könnt mich ein wenig unterstützen. Und jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Folge. Ob wir uns vielleicht noch irgendwas holen? Hier liegen Ballen? Was sind denn hier für Ballen? Okay. Liegen ein paar Ballen am Feld, ja, kann man nicht ändern. Gut, dann gehen wir nämlich mal hier drauf. So, pass auf, hier geht's nämlich los jetzt. Das Feld düngen. Das müsste zumindest, müsste das eigentlich klappen. Oh, warte mal. Haben wir gar nicht angeschlossen. Moment. So. Perfekt. Können wir das? Doch, geht. Geht mit dem Düngen. So, dann schmeißen wir hier mal den Dünger drauf. Dann haben wir noch zwei andere Felder, nämlich die 107 und die 108. Die noch gedüngt werden müssen von der Stadt aus. Und was ich ehrlich feststellen muss, ist, wir haben ja unseren Preis für Dünger. Also wir haben ja den Verbrauch so ein bisschen ermittelt und den Preis für Dünger. Also das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, muss ich ehrlich sagen, weil wir machen auch ein bisschen Plus dabei, bei dem, was wir für den Dünger berechnen. Das ist eigentlich ganz gut. Rosa Gra am Telefon, Oswin Rosenberg. Ja, ich bin's, der Rudi, grüß dir. Ja, Rudi, grüß dich, Mensch, ja, lange mal. Wie geht's Ihnen denn? Na, ja, hervorragend. Rudi, alles aus. Was ist los? Bin was gerade am die Ermittlungen geben in unserem Top-Secret-Ding da? Was ist mit Top-Secret? Na, unsere Ermittlungen da mit dem Fendt, den da der eine Ruf gekriegt hat. Bin ich noch nicht weiter, ne? Ich habe da nicht rausgekriegt, wo der herkommt. Aber ich bin dran. Ich habe überlegt, okay. Ich werde mir die Karan mal nochmal schnappen. Ja, na, die holst du dir mal nochmal schön auf die Seite. Das sag ich dir aber und sowas von. Die auf links. Aber richtig auf links. Aber dann hat die ja nichts mehr an, wenn die immer auf links ist. Macht doch nichts. Sag mal, ich habe hier einen Auftrag in meinem Tablet drin. Ich soll irgendein Fahrzeug bei euch abholen. Ist das richtig? Oh, sag mir bitte, welches Fahrzeug? Ja, weiß ich nicht. Es steht nur drin, ich soll bei euch was abholen und das ein Fahrzeug. Musst du mir nur sagen, was? Du sollst bei uns ein Fahrzeug abholen? Ja, für einen Export. Muss hier irgendwas ist verkauft anscheinend bei dir. Dann lass mich mal ganz kurz drüber schauen. Hm? Könnte das sein? Das könnte eventuell der Kuhn-Futtermischer sein. Okay. Ist der relativ groß? Also bräuchte da schon Tieflader oder kriegt das noch mit so einem flachen Ding hier weg? Ja, du kannst den auch ziehen, wenn du willst. Ach so, ich muss den nicht mal auf den Tieflader. Nee, na, wenn packe ich den auf den Tieflader, dann kriegt der keine Laufleistung, weißt du? Mm. Der ist nicht groß, Rudi. Der ist nicht groß. Nee, der ist nicht groß. Okay, gut. Dann komme ich mit dem kleinen Ding da. Der also ist auf klar. Jeden Fall nicht groß, nee. Du, und ich warte noch auf mein Weinpack. Was ist ja, ich weiß, du kriegst ja auch das Angebot, ne? Wann denn? Heute? Gut. Bist du im Büro? Weil dann will ich gleich mal runterkommen, dann können wir uns ja mal zusammensetzen. Ja, wenn du mir noch ein paar Minuten gibst, ich muss noch zwei Felder schnell düngen und dann bin ich im Büro unten. Ja, nee, alles gut. Dann fahre ich jetzt kurz eben runter, das dauert ja auch ein bisschen und dann genau. Können wir das machen, wa? So können wir es machen. Der, wir müssen mal gucken, der Dirk ist eventuell auch unten im Büro. Da kannst du auch dem schon mal sagen, der würde das auf jeden Fall schon mal aufschreiben und dann quatschen wir in Ruhe nochmal. Okay, dann machen wir das so. Rudi, ich danke dir. Ansonsten wird bald, glaube ich, auch ein bisschen was. Och, was ist denn hier los schon wieder heute? Och, sag mal, hast du auch den Känguru-Sprit drin? Was ist denn hier los? Ich laufe hier nur rum. Ich bin noch nicht losgefahren heute. Ich habe mir noch nicht getraut. Ja, was ich aber sagen wollte, also es soll bald unser Silo geliefert werden. Ja, was wollt ihr da so drin haben auf Vorrat? Ja, pass auf, dann müssen wir noch den Vertrag mit dem Landhandel machen. Und dann wird von Rehbach sozusagen, werden die Sachen hier rübergefahren und bei uns zwischengelagert. Also da wirst du ins Spiel kommen dann.
Okay, na gut, das ist ja, ja, kein Problem. Genau. Aber dann, na, oder wie, ich weiß ja nicht, wie das denn ist, wenn der Land dann selber produziert wahrscheinlich. Die machen da ja selber ganz viel Mische. Frage. Kriegen wir ja alles hin. Ja, Frage. Also was mir tatsächlich am liebsten wäre, fährst du Schüttgut? Ja, ich fahr alles. Ich fahr alles, was ihr wollt. Ja, bei mir wäre es tatsächlich am liebsten, wenn das Ganze als Schüttgut halt sozusagen. Ja, ich hab doch hier so ein Staubsilo, habe ich doch hier. So ein Staub, wie nennt man denn das hier? Na, ja, da kannst du auch so Zement und so mit transportieren. Druckstaubsilo, weißt du? Ha, okay. Was du so an LKW ranhängst. Ja, also. Ich kann alle lose transportieren. Genau, weil in dem Silo, das wäre Quatsch, wenn wir da mit Big Packs arbeiten oder sonstiges. Also das, da bist du ja mehr am Arbeiten. Bei den Mengen, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also bei den Mengen, nee, das kriegen wir schon hin, dass wir das als Schüttgut dann überholen. Das ist kein Problem. Dann machen wir das so. Gut, ja? Dann sage ich dir nochmal Bescheid, wenn der Vertrag dann geschlossen ist und sobald das Silo dann steht, ne? So machen wir das. Danke dir, Rudi. Ist das dein Vibrator oder meiner? Das ist meiner. Achso, alles klar. Gut, dann hören wir uns gleich. Warten. Ciao. Ciao. Rosa Agrar, Lohndienstleistung und Landhandel, Landmaschinenhandel, Oswin Rosenberg am Telefon. Was kann ich an diesem wunderschönen Julitag für Sie tun? Hallo, hier ist das Akkusender. Sven! Anwaltskanzlei Rechtsberatung. Oh, doch nicht Sven. Und Frauenversteher Sven Schröder. Ah, doch Sven. Ja, doch, ja. Ja, grüß dich Sven. Wie geht's dir? Ja. Mensch, also mir geht's gut und dir? Ja, ja, Stress in der Ernte, oder? Wir aber volle Bude, sag ich dir. Wir haben viel zu tun. Aber du sag mal, dein Chef hat mir schon erzählt, ja, du machst Rechtsberatung? Ja, ich habe nebenbei im Fernstudium Anwaltslizenz erworben. Ich bin jetzt... Also Better Call Sven. Genau, Better Call Sven. Ja, also, ich habe... Kennst du ja Better Call Sven? Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ist ja geil. Willst du mir jetzt sagen, dass du irgendwie ein Wohnmobil hast, was irgendwie... Nee? Wohnmobil mit Substanzen? Ja. Nein. Nein. Nee, okay. Das ist ja interessant, aber das ist sehr gut, weil Sven, ich bräuchte tatsächlich wirklich mal eine Rechtsberatung und Rechtsbeistand, weil unser Herr Lonzinger, der dreht ein bisschen komplett hier am Zeiger. Ach, der Lonzinger, wieder hat er Zeit, dass wir da mal einen Pensionsantrag stellen, ne, an die Polizeibehörde. Sag ich dir, der gehört in Pension, ey, der macht, was er will. Jetzt ist ein Dorfscheriff, weißt du, mit zwei so oder drei so Pickeln da auf der Schulter. Und der ist Polizeirat an der obersten Stelle, so ungefähr. Also wie, der Mann ist 83, die finden halt keinen. Ne? Wie alt ist der? Das ist das, ja, antut. Der 83. So alt ist der schon. Der wartet die ganze Zeit auf einen Nachfolger, aber es gibt keinen. Also ob der auf einen Nachfolger wartet, der wird doch in dem Ding sterben, wird er. Oder der vergrault alles. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ey, ne? Stell dir mal vor, du bist da, sollst da als Nachfolger hin und dann hast du den da als Ausbilder. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, Sven, pass auf, der hat nämlich hier ganz schön üble Dinge abgedrückt bei uns, also wie ich finde. Der hat uns die ganzen Führerscheine abgenommen. Okay, auf welcher Grundlage? Naja, pass auf, ich bin mit dem Bus vom Heinz von Fichtein nach Rehbach gefahren, wo ich bei euch war, ne? Ja. So, und da hat der, das war alles... Den Bus hat Heinz ja bestimmt freiwillig ausgeliehen und gesagt, hier aus Wien kannst du nehmen, auf meine Verantwortung. Also es ist jetzt eine Auslegungssache? Ja. Lonzi und Heinz sind halt auch dicke miteinander. Ich vermute, das wird so einfach nicht werden. Pass auf, aus Wien, wenn dich jetzt irgendjemand fragt, du bestreitest zum jetzigen Zeitpunkt, dass dieser Bus überhaupt existiert. Das sollen sie uns erstmal nachweisen. Ach, und den Rest... Das ist ein Rechtsanwalt nach meinem Geschmack! Das ist ein Rechtsanwalt nach meinem Geschmack! Welcher Bus? Genau. Welcher Bus? Das sollen sie uns erstmal beweisen, dass du in den Bus saßt. Ja, und pass auf, das ist nämlich das Ding. Ich war ja am Landmaschinenhändler in Rehbach. Und der Bus war draußen abgestellt. Und der Lonzinger hat mich nicht fahren sehen mit dem Bus. Ich bin nicht in seiner Gegenwart mit dem Bus gefahren. Ja, dann brauchen wir kriminaltechnisches Gutachten, dass da irgendwelche Fingerabdrücke. Du hast da wahrscheinlich Handschuhe an, bist der Mechaniker. Aber hallo. Das wird schon. Das kriegt man hin. Das ist geil. Pass auf. Erstmal die Justiz dann aufs Maximale behindern. Das ist perfekt. So machen wir es. Wir müssen das erstmal verzögern, bis sich die ganze Sache so im Sande verläuft, dass das verjährt ist. Hm. Und dann kommen wir da auch raus. Na, oder bis einfach die Schnauze voll haben und sagen, komm, scheiß drauf, gib denen seine Flecken wieder und leck mich da mal. Aber jetzt ist ja die Frage. Der hat mir ja den Führerschein abgenommen. Und der ist jetzt weg und bei deinen Kollegen ist er auch weg. Genau, bei meinem Kollegen ist er weg. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen.
Die hatten einen Unfall gebaut, ne? Die haben sich ein bisschen touchiert. Ist nichts weiter passiert, kein Personenschaden, gar nichts, ne? Das Fahrzeug, was er touchiert hat mit dem Traktor, ist von uns repariert worden, wurde die Kostennahme, wurde alles von uns gemacht. Und ein Herr Steiner stellt sich daneben und sagt, oh, gucken Sie mal, Herr Lonzinger, da sind ein paar braune Flaschen aus dem Fahrzeug gefallen. Und dann musste der Dirk da über alles über sich ergehen lassen, mit Alkoholtest und so weiter und so fort. Und das hat alles... Wurde ein Bluttest gemacht? Ja. Ist er abgefahren worden ins Krankenhaus oder dort ein ordentlicher Bluttest von einem Arzt gemacht? Nee, das wurde, glaube ich, am Straßenrand gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. So, da haben wir den nächsten Ansatzpunkt. Sehr gut. Da gehen wir ran. Der hat ja auch 0-0. Der hat ja nichts. Ja, der hat ihn aber trotzdem die Fleppen weggenommen. Okay, Oswin, pass auf. Ich brauche natürlich einen Mandatsvertrag von euch. Sonst kann ich nicht Nee, das ist euch... klar, das ist klar, ja. Ja, und wir haben ja sowieso noch was zu klären bezüglich Landhandel und Saatgut, Dünger, Kalk und so weiter. Auch korrekt. Zu dir rüber, da würde ich auch einen kleinen Vertrag machen. Dann würde ich sagen, komme ich da einfach die Tage mal bei dir rum. In Fichtal, ne? Na, und dann treffen wir uns und dann klären wir das alles ab. Ja, das ist ja Wunderbärchen. Und dann kümmere ich mich als allererstes drum, dass ihr eure Führerscheine wieder zurückkriegt. Genau, also wichtig ist... Bis zur Klärung des Sachverhalts, weil das ja auch Betriebsbehinderung und das ist ja... Die wollen sich ja mit Absicht klein halten. Das merkt man ja richtig. Das ist Betriebsvernichtung, Sven. Ja, du hast zu viel Fischteil. Die merken, oh, das wird gefährlich, der wird zu groß, ja. Der verdient zu viel. Ja. Der kann uns, wenn der seine Steuerzahlung ausfallen, dann... Du wirst einfach zu groß. Das ist, die wollen dich klein halten, sage ich dir, das ist gesteuert von ganz oben. Das geht so wir nicht. Wir bestreiten, dass der Bus existiert, dass dein Kollege existiert. Wir bestreiten erstmal, dass alles existiert. Ja. Sollen sie es erstmal nachweisen. Richtig. Bis dahin sagst du nichts zu dem Sachverhalt. So machen wir das. Sven, so machen wir das. Ein sehr guter Ansatzpunkt. Das gefällt mir. Ich mache hier meine Arbeit fertig und dann setze ich mich ins Auto und komme rüber. Jawohl, so machen wir es. Alles klar. Tschüss. Gut, aus Wien. Dann viel Erfolg. Tschüssi, danke dir für den Anruf, Sven. Jo, ciao. Ciao, ciao. Hallo? 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 Ja, servus, grüß dich. Hallo. Servus, ich hab dich gerade hier vorbeifahren sehen. Ich bin hier gerade drüben auf dem Feld gewesen und hab gedüngt. Kennen wir uns schon? Ich glaube nicht. Also, ich bin gerade neu hier angekommen. Ah, okay. Ja, dann will ich mich einmal vorstellen. Oswin Rosenberg mein Name. Ich bin hier ansässige Landmaschinenhändler und Lohnunternehmer. Also mein Name ist Kai Sommer. Kai Sommer, Kai Sommer, ja. Passt ja jetzt gerade zu. Ich muss gerade sagen, wenn ich an den Himmel gucke hier im Juli, ne? Kein Wölkchen da. Perfekt, ja. Herr Sommer, das sieht gut aus. Nee, sehr schön. Und wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Also ich bin ein paar Dörfer weiter hier. Ja. Von so einem kleinen Familienbetrieb. Sagen Sie nicht von Rehbach. Nee, noch ein paar Dörfer weiter. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Die sind halt leider pleite gegangen. Okay. Jetzt bin ich halt auf der Suche nach neuer Arbeit. Mhm. Und bin einfach hier jetzt auf Fichtal gekommen. Und jetzt bin ich hier ein bisschen auf dem Weg oder auf der Suche nach Arbeit halt. Mhm. Und wo waren Sie bis jetzt schon? Haben Sie schon ein paar Leute kennengelernt? Also ich war bei Herr Ralf Eisele, glaube ich, war das? Der Herr Eisele, ja. Ja, da war ich gerade eben schon. Auch netter. Eine kleine Hoftour bekommen von ihm. Ach super. Der war ganz nett und der hat mich dann, wollte jetzt eigentlich zu Ihnen. Ich weiß nicht, ob können wir du sagen oder ist das noch... Ja, du kannst mich gerne Oswin nennen, okay, kein Problem. Super. Dann bin ich der Kai. Ja, Kai, freut mich auf jeden Fall. Jetzt war ich eigentlich auf dem Weg zu dir, aber anscheinend habe ich mich verfahren hier. Das ist so korrekt. pass auf, wenn du zum Fahrzeughändler willst, also warte mal ganz kurz, wie viel Dünger habe ich denn noch drin? Ah, ist fast leer. Gut, pass auf, wenn du willst, kannst du mir hinterher fahren. Okay, super. Ja, fährst mir einmal hinterher und dann weißt du gleich mal, wo der Fahrzeughändler ist. Ist sowieso mitten in der Stadt, weißt du? Okay, super. Gut, okay, alles klar. Ja, bis gleich, Kai. Bis gleich. So, gut, dann düsen wir erstmal wieder runter. Zum Fahrzeughändler und zum Lohnunternehmen. Düngeraufträge haben wir soweit erstmal ganz gut abgeschlossen. Wir haben aber noch einen offen, allerdings ist der Dünger fast leer. Das heißt, wir müssen definitiv erstmal Runde auffüllen. Wir haben aber auch noch ein paar Ernteaufträge. Oh, guck mal hier, Schmacko, Fatz, ey, die Felder. Oh, wie schön reif. Warte mal, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz anhalten. Was ist das für ein Feld hier? Kai, warte mal kurz, ich muss hier kurz noch der AKF machen. Okay. Gemeinde. Okay.
Sorghum, hörst du? Da muss ich mal anrufen, Mensch. Die ist doch erntereif, das muss doch runter, das Zeug hier. 2 Hektar Fläche. Das ist ein schöner Auftrag eigentlich. Wir müssen sowieso mal schauen. Ich kann euch sagen, wir müssen eh mal schauen. Ich sag mal, mit unserem Drecher, der ist zwar für den Anfang ganz gut gewesen, als wir unser Lohnunternehmen in Rehbach da gegründet haben mit dem Stefan zusammen. Aber ich kann euch natürlich sagen, das ist auf Dauer, wird das hier kein Gewinn, ne? Wir haben auch gut Geld auf dem Konto, 128.000. Wir sind aber allerdings auch noch 250.000 in den Nassen bei dem Beppi. Da würde ich tatsächlich mal langsam beginnen, auch die ersten Schulden wieder abzuzahlen. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige Sache auch, dass wir da langsam zurück sein. Oh, jetzt klingt schon wieder das Telefon. Es geht auch den ganzen Tag hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Rosa Agrar, Lohndienstleister und Fahrzeughandel. Was kann ich für Sie tun? Oswin Rosenberg am Telefon. Ja, hallo, hier ist die Frau Wachtel. Wer? Die Frau Wachtel vom Gewerbeamt. Och, Wachtel vom Gewerbeamt. Ja, servus, grüß Sie. Ja, hallo, die Frau, die Emma hat gesagt, ich soll Sie zurückrufen. Ja, ach so, ja, stimmt, genau, da gab es ja eine Unstimmigkeit. Genau, und zwar habe ich das alles geändert. Sie sagte, da sollte, ich weiß nicht, rosa-rote Rosenberg hinschreiben. Nee, also, pass auf, mein Lohnunternehmen, da gibt's, also was ich, meine Firma, die ich habe eintragen lassen, da gab es wohl einen Schreibfehler. So, versehentlich. Also das ist Rosa Agrar, wurde das eingetragen. Das ist aber tatsächlich so nicht richtig. Das Unternehmen heißt Rose, also E wie Emil. Oder Eintopf oder Eidechse, wie sie wollen, ne? Heißt das Unternehmen. Also okay. Rose Agrar, Rose Agrar, also Rose Agrar, also wie die Rose, verstehen Sie? Die sie zum Valentinstag eventuell kriegen. Ja. Also hören Sie mal, Sie Jungspund, ne? Ich habe schon ganz viele gekriegt, ja. Das glaube ich Ihnen. Ne? Mit Ihrer bezaubernden Stimme. Mehr als Sie bestimmt in Ihrem Alter. Ja, ich schenke immer nur Rosen an so bezaubernde Frauen wie Sie. So, ich ändere das jetzt mal ab und dann ist das alles in Ordnung. Okay, alles klar. Das ist ganz lieb von Ihnen. Kostet die Scheiße wieder irgendwas? Mit Sicherheit, oder? Eine Änderung? Die kostet 100.000. Dann lassen Sie rosa. Ja, warte, kostet das was? Nee. Nein, das kostet nichts. Oh mein Gott, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Man lässt mal was... Also, dass der Steuerzahler mal nicht zahlen muss, wenn er was vom Amt machen lässt. Das ist ja auch mal eine ganz tolle Sache. Nein! Natürlich nicht. Dann schönen Tag noch. Ciao. Ja, wiederhören und danke, dass Sie angerufen haben. Gerne, ciao. Tschüss. Scheiße, unser Dünger ist alle, sehe ich gerade. Verdammte Axt nochmal. Wieso haben wir denn hier 2? Wir bräuchten eigentlich schon vorgestern. Ja. Moin. Ja. Grüß euch. Grüß dich. Servus. Na, servus. Dürf, wir haben ein Riesenproblem. Jetzt kommt's. Also erstmal habe ich was Positives und zwar der Firmeneintrag von Rosa Agrar wurde jetzt zu Rose Agrar geändert, endlich mal. Ja. Und wir haben ein Problem. Ey, der Dünger, ich habe gerade den letzten Dünger geladen, den letzten Kali-Dünger. Na dann, hier, guck mal, hier steht er. Ja, also... Da muss Rudi gleich Neues bringen. Ja, da muss ich aber wahrscheinlich erstmal bei dem Dings anrufen, oder? Bei dem Pappenheiner hier in Rehbach. Ja, bei dem Freund. Wahrscheinlich musst du da mal drüben anrufen, dann lass sie da mal per Express was anfangen. Geht mir das wieder auf den Sack, ey. Mit dem habe ich ja gar keinen Bock zu reden. Naja, gut, egal. Was soll's. Mal kurz was anderes. Ich finde das Zeug für Rudi nicht. Dieses für einen Wein. Ja, das... Hast du doch vergessen, wa? Nein! Das müssen wir nicht... Das müssen wir alles zusammenstellen einmal. Ja, dann müssen wir mal genau, machen. Genau, du gehst am besten mit Rudi mal ins Büro. Und ja. Der Rudi sagt dir, was er braucht, weil das war auf jeden Fall ein Schmalspurtraktor, das war was zum Pflügen. Genau. Okay, also, das mache ich mit Rudi. Rudi hat was zum Spritzen, zum Düngen. Das habe ich in der Hose, ja. Ist ja, genau. Blattschneider braucht er noch, hat er gesagt. Gut, und Ernte hattest du eigentlich auch, ne? Ja, da muss ich nochmal kicken, irgendwie. Ich habe erstmal Ernte habe ich, ja. Ja, wenn nicht, können wir dir auch den anderen Aufsatz da besorgen. Ich glaube, da gibt es auch einen Wechselaufsatz. Das ist irgendwie alles schon in meiner Garage. Da muss ich mich nochmal mit vertraut machen mit dem ganzen Ding. Ja, gut, alles klar, gut. Na? Ja, Sven, genau, dann trag das alles mal ein. Was ist Sven? Och, Dirk. Mann, lass die Haare wachsen. Du siehst aus wie der eine vom Nackenhof hier. Warte mal, umgekehrt. Ich hatte zuerst
Also, ich habe schon von immer, ja, Glatze. Mach dir doch so eine hübsche Zwiebelfrisur wie der Kasalek, weißt du? Ja. Mit dem hinten. Ja, pass auf, Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk, Haartransplantation Türkei. Das ist eine Assi-Palme. Das, ja. Das sieht man. Achso, ja, du hast ja so ein Töpfchen oder was? Ja, natürlich. Ja, Gott. Aber hier unten, aber unten rum der Friseur, die Haare wollte er nicht noch ein bisschen auf Kante machen, oder? Nee, sieht ja unmöglich aus. Nur, ich bin froh, dass ich auch welche habe. Sie sind nachgefärbt. Ach, echt? Ist ja schön. Ja, ich renne nicht grau durch die Gegend, hallo? Ja, es ist doch aber grau. Hab ich gedacht, grau? Ich bin blind. Unfassbar. Ja gut, muss man wieder nachfärben, wa? Nee, Dirk, ja, dann, wie gesagt, Dirk, dann geh du mal mit dem Rudi mal rein und nehmt mal auf, was er da alles braucht, dass wir das bestellen können, ne? Ja, ja. Und die Fahrzeugabholung, Rudi, hat das jetzt geklappt? Ja, die ist ja, guck mal, die ist ja schon hinten drauf, wa? Der hängt ja hinten schon hinten drauf, der Anhänger da. Ist das Ding hier? Genau. Jetzt müssen wir noch mal eine Sache ganz kurz gucken, Svenner. Und zwar... Ach, Mensch. Dirgi. Pass auf, und zwar der Acken. Ist ja der Kuhn. Der Kuhn geht ja in den Ankauf bei uns, ne? Der kommt ja angeballert. Aber der hat ja auch irgendwas gekauft, oder bin ich besoffen? Ach, das Motor-Upgrade für den. Das Motor-Upgrade hat er. Achso, Guten Tag! Das ist ja aber schon. Das haben wir schon abgerechnet. Dann kriegt ihr einfach eine Gutschrift über die Kuhn dann, wenn das verkauft ist, ja? Ja. Das okay. Machst du dann, ne? Das kann ich machen, das ist kein Problem. Na. Warte mal, die Kuhn ist doch jetzt weg, oder? Die geht doch jetzt weg. Meinem Anhänger da drauf, steht jetzt so weg, ja. Ist die umgemeldet? Ja, die ist auf uns. Okay, warte, dann sagen wir mal ganz kurz, dann mache ich da direkt eine Rechnung für den. Und zwar ist das der Milchhof Holstein. Für wie viel geht das? Was ist das? 23,5. Sind da die Prozente dabei? Ja. 23.500. Und zwar einmal minus. Minus. Und zwar Verkauf. Wie heißt das Gerät? Verkauf. Kuhn Futtermischer schreibe ich einfach, ne? Genau. Kuhn Futtermischer. So. Und dann geht das Dings und dann kann er sich die Gutschrift holen. Perfekt. Gut. Passt. So. Wen kann ich als nächstes bedienen, meine Herrschaften? Rudi, wir gehen ins Büro. Ja, wenn keiner was will, dann nehm ich, ne? Didi, hau raus, was gibt's? Einmal Maschinen waschen. Verhinder, mach selber! Bin ich hier deine Olli oder was? Ja gut, wenn ich das selber darf, nee, mach freilich. Das selber. Ja, verhinder, wasch. Kein alles Problem. Klar. Kannst du ruhig mal hinten, mal durchkirchen, kein Thema. Ja? Moin. Moin. Ich wollte auch einmal waschen. Ja. Aber können wir dann selbst oder willst du ja, dann bei mir? Ja, fahr hinten rein, alles gut. Jo. Lass Didi machen, der ist eh gerade dabei. Genau, fest hinter Didi her. Jo, und ich wollte fragen, wie das mit den Feldern aussieht, auf welchem Platz wir ungefähr stehen, damit ich kalkulieren kann. Ja, warte ganz kurz. Und zwar ist das Acken. Also, Düngesachen haben wir jetzt fertig. Habe ich gesehen. So, dann heißt das, jetzt haben wir noch einmal Düngen für Acken stehen auf der 92. Ach nee, warte mal, da müssen erstmal Pappeln gesät werden tatsächlich. Ja, sollen wir dir, ich würde ganz gerne die 92 fertig machen. Ich würde ganz gerne die Pappeln draufhauen und einen Dünger nochmal drüber gehen. Dann wäre die 92 komplett fertig und danach könnten wir... Dreschen. Ja... Ja, gut, dann machen wir das so. Das machen wir so, ja. Das ist eine gute Idee. Ein paar Steine müssen wir noch sammeln. Da müssen wir noch kalken. Hier ernten. Ah ja, gut. Da wollte ich noch fragen. Steine sammeln. Habt ihr mir auf die Rechnung geschrieben, wo sind die Steine hingekommen? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Ach so, die Steine gehen alle zum Transportunternehmen. Weil da gibt es einen Vertrag. Die Steine gehen nach Rebach. Ja, kriegen wir die auch verhütet? Ich kann dir die 50 Euro abziehen für die Steine, ist kein Problem. Hast du mal guckt, was die wert sind? Also, ich weiß ja nicht, wie du einschätzt, was Steine wert sind, die auf dem Feld rumliegen. Aber bei uns hier sind die Steine... Ach ja, tatsächlich, in Fichtal sind die gar nichts wert. Wunderbar. Wir haben keinen Preis für Steine in Fichtal. Aber du kannst selber mal gerne gucken. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, ich verkaufe die selbst an Landhandel. Weil was will ich damit? Nee, gut, dann. Also ich sag dir auch, wie es ist. Wir verkaufen die auch nicht. Wir kriegen da kein Geld dafür, gar nichts. Das ist einfach nur, dass wir die loshaben tatsächlich. Und ich kann dir auch sagen,
von so einem Feld, die paar Steine, die da runterkommen, da kommt kein dreistelliger Betrag zusammen. Naja. Ach, so sind die Geschäftsleute. Ja. Nee, alles gut, kein Thema. Nee, da weiß ich Bescheid. Dann, ja, dann weiß ich die Karre jetzt und mach das Feld fertig und dann komm da runter, ja? Alles klar, so machen wir's. Bis dann, tschüss, Chris. Tschüss. So, dann gut. Wer ist der nächste, Herr Kaselek? Sie hat noch irgendwas. Ja, wir haben schon mit Dirk gesprochen wegen der Mulchfräse. Die brauchen wir zügig und wir wollen waschen. Ja, gerne. Fahrt mit hinten ran, ist kein Problem. Und wegen der Mulchfräse, die ist im Zulauf. Ja. Also die wird bestellt. Genau. Die wird auch heute noch kommen. Nur bin ich mir sicher. Hm? Ja, das ist super. Wie sieht's denn eigentlich in den nächsten Wochen und so aus mit deinen Kapazitäten? Du hast jetzt Ernte überall, wa? Na, bis jetzt hält sich's mit Ernte noch im Raum. Also wir haben jetzt wieder ein paar Aufträge abgearbeitet. Wir haben also Luft haben wir. Okay. Jan, wegen dem Stückchen da unten. Ach so, ja, wegen den ganzen Bäumen. Ja, was habt ihr denn? Es gibt ja so einen alten Steinbruch. Der soll man mit Bäumen befreien, sozusagen. Wo ist denn der? Steinbruch war ich ja noch nie, den kenne ich ja gar nicht. Hast du gerade die Karte auf deinem Handy drauf? Ja. Oh Gott, da hat die Karten im Grab geschmiert. Ist das unten bei unter den Milchhof Holstein, da unten in der Ecke? Genau, ganz unten rechts da, wo genau unter, siehst du da das Feld 544 eingezeichnet? Da unten drunter, das Stückchen, das ist der Steinbruch. Ja. Und da sollen wir einige Fichten wegmachen. Okay. Können wir euch gerne unterstützen? Hätte ich überhaupt kein Problem damit. Gerätschaften stellen wir, Harvester und so eine Geschichten. Sehr geil. Ich denke mal, es wird dir auch Spaß machen, mit einem Harvester zu fahren. Ja, definitiv. Sag mir mal, wann ihr da angedacht habt. Wir haben ja jetzt erst noch ein paar kleine Aufträge und dann. August, denke ich mal. Ja, das. August? Das klingt doch super. Bäume fällen. Steinbruch. Ja? Ja. Das auf jeden Fall. Warte mal, haben wir hier was drin? Erzähl ruhig weiter, ich höre dir zu. Okay, da sprechen wir, sehen wir aber nochmal ab, wann und wie und was genau. Dass du Bescheid weißt und will mal wissen, wann. Wie weit wir sind. Okay, alles klar. Pass auf, ich hab's mir eingetragen für August und wir haben es mit auf dem Schirm. Sag's mir doch mal Bescheid, wann es losgeht, dann passt das. Genau, entweder Jan oder ich. Wolle, ich danke dir vielmals. Ja, wir danken dir auch. So, vielen, vielen Dank. Didi? Ja. Dein Dings hier, das ist doch dein Fan, oder? Nee, das ist unser Marcel Ferguson tatsächlich. Das ist euer MF, ja, mein Fan steht noch in der Halle. Das ist der Schwatz, ey, die müssen wir auch mal umlackieren, ey. Das wird so nix. Na gut, aber meine Lieben, wir sind auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's schon wieder, ey, Sau, die Zeit ist aber gerannt jetzt. In diesem Sinne, geht mal aus dem Weg, der will waschen, Mensch. In diesem Sinne, vielen Dank, Didi. Ja. Du stehst im Weg. Ja. Didi schlägt schon wieder Wurzeln. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, ciao, ciao, euch einen schönen Tag noch.